So, Freunde, Musik und tonlos gehen wir hier rein in die Scottish Premiership. Wir sind wieder da. Herzlich willkommen, darf man da sagen, Heart of Midlothian, letztjähriger Meister der Championship. Und ich denke mal, vom Kader her haben wir ja auch schon gesagt, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Mit jungen Spielern, mit erfahrenen Spielern. Und ich denke mal, das einzige Problem ist eben dann die finanzielle Schieflage. Aber das werden wir auch hinbekommen. Erste Möglichkeit, Sam Nicholson, James Keating, zwei bekannte Spieler aus der letzten Saison, die jetzt sofort die erste Möglichkeit haben. Das ist natürlich auch die Frage, wer wird das erste Tor erzielen nach dem Wiederaufstieg, quasi in Phase 2.0 unseres Vereins hier in der ersten Liga. Die sieht sehr gut aus, diese erste Ecke von Callum Patterson, vom größten Juwel wahrscheinlich des Vereins momentan. Ja, ist einfach der stärkste, wenn man nach dem Alter geht und nach dem Marktwert. Schade, Gummis hätte da fast den Bonus bekommen des ersten Tores. Direkte Abnahme. Also der traut sich was. Wir sagen mal weiter so. Gelbe Karte Wilson. Taktisches Foul in der 10. Minute. Das heißt 80 an der Zahl, wo er aufpassen sollte und muss. Ich werde dann sofort mal Öztürk warm laufen lassen. Ich weiß nicht, inwiefern man sich das leisten kann. Wir gehen mal hier rein. Jetzt auch der nächste Eckersley. Es sind jetzt zwei Spieler. Zwei Spieler, die jetzt hier gelb haben. Ich habe das gerade oben gesehen. Deswegen kann ich doch sofort drauf reagieren. So, beide 30%. Also die linke Seite ist geschwächt jetzt. Definitiv. Die darf nicht mehr wirklich. Hier gibt es keine zwei Meinungen. Auch klar ersichtlich, dass das taktischer Natur war. Zieht ihn da. Ryan Stevenson. Den Mann auf der hängenden Spitze des Gegners. Partick Thistle. Ich glaube, wir haben noch gar nicht viel über die gesprochen. Weiter Einwurf von Walker. Aber Paul Gallagher kommt raus. Möchten Konter einleiten, das klappt nicht. Das war schon mal gut. Für uns zumindest. Und ja, die Konzentration konnte ich ja eben nicht machen, weil das lief so gut. Dann habe ich lieber den Weiter-so-Knopf benutzt. Jetzt ist die Konzentration da. Vielleicht klappt es ja dann auch endlich mit dem ersten Tor in dieser neuen Saison. Ach Mensch, Jason Holt. Schwaches Abspiel, der ja heute da vorne neben Tom Taiwo spielt. Aber wir scheinen hier zumindest da weitermachen zu wollen, wo wir in der letzten Saison aufgehört haben. Paul Gallagher ist hier die Sicht versperrt. Und der Ball ist drin. Wir haben das erste Tor. Sam Nicholson mit der Vorlage und Jason Holt erzielt das Ding, der eben noch ja diesen unrühmlichen Pass gespielt hat. Super, Leute. Und jetzt werden die Gegner hier etwas ruppiger. Und Hugh Murray, seines Zeichens rechter Mittelfeldspieler, fängt sich da direkt eine gelbe ein, wegen Haltens. Also dreimal gehalten, dreimal gelb. Man kann nicht sagen, dass der Schiedsrichter hier nicht konsequent wäre. Trifft mutige Entscheidung. Lee Powers. Nächste Möglichkeit, 35. Jamie Walker mit der Flanke zu Keatings. Paul Gallagher pflückt den Ball runter, bevor da irgendwas passieren kann. Nur wir. Nur wir. Wir sind 10 Punkte besser. Genauer gesagt 11. Und ich habe noch nichts anderes gesehen als einen blauen Ball bei denen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so kommt es sich hier zumindest vor. Wir lassen jetzt alle warm laufen. So. So, dass wir nach der Halbzeit möglicherweise, sollte irgendwas passieren, dann auch gleich warm gelaufene Spieler haben. Jetzt wollte ich gerade schon sagen, das ist doch jetzt hoffentlich die Halbzeit, aber nee. Aber John Baird verzielt diesen Ball, von Sean Welsh in Szene gesetzt. Unauffällige Stürmer. Das gilt aber für den Rest der Mannschaft genauso. Hier sehen wir die Noten von denen. Das war gar nichts. Die sind ja erfahren in der ersten Liga, zumindest mehr als wir. Aber gehören auch da nicht unbedingt jetzt zum elitären Kreis, die letztendlich oben um Europa mitspielen sollten. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das sieht sehr gut aus. Vor dem Spiel habe ich gesagt, dass wir mindestens einen Unentschieden holen. Schaut danach aus momentan. Gebt euer Bestes, sieht sehr gut aus. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich will jetzt hier keinen Sieg voraussetzen. Sehr gutes Spiel von Brad McKay mit einer 2. Gummis müssen wir motivieren. Der Torwart hat nicht viel machen müssen, deswegen hat er halt eine 4. Kann man nicht ändern. Wir motivieren am besten noch ein paar 3,5er. Da haben wir nämlich nicht viele. So, eine habe ich noch. Möglicherweise loben wir noch, ja, weil ihr seht, hier, die beiden sind nur auf gut, Gummis und Nicholson. Der hat aber, glaube ich, aufgrund der Verletzung nicht spielen können. Ganz am Anfang, oder dieser blöden Grippe. Die hat ihn, glaube ich, am härtesten erwischt. So, das hat sich leider nicht geändert. Jetzt wird's interessant, wir haben 2x84. Die sind jetzt auf 89, also quasi pari mit der
restlichen Truppe da hinten und nehme mal Tailwind mit. 14 von 20, 45 von 100. Konzentration ist vorhanden. Also das nehmen wir positiv mit in die zweite Halbzeit. Das macht mir halt ein bisschen Sorgen hier hinten. Na, das Doppelspiel. Wir könnten sagen, Robinson in der zweiten Halbzeit irgendwann, vielleicht auch Petean, indem man dann Walker nach hinten zieht. Aber der spielt gut. Also gibt momentan keinen Grund. Und Patterson mit einer 3. Also ich muss schon zusehen, dass der Petean möglichst Spielzeit bekommt. Und dann, wenn es eben Sinn macht, dann müssen wir das auch durchziehen. Konzentration, ganz wichtig zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ist nämlich der Ball weg. Dieser blaue bei Partick Thistle. Beim momentan Tabellen 9. Es liegt natürlich daran, dass das hier nach Buchstaben, nach Alphabet erstmal sortiert wird, ganz am Anfang, wenn alle noch 0 Punkte haben. Eher defensive Ausrichtung. Mal sehen, wie sie das ändern werden, ob sie da rauskommen. Ich denke, ich warte jetzt gerade noch das ab, die sind nämlich jetzt harmlos und die scheinen sich hier festbeißen zu wollen. Eckball für die Gastgeber. Von Sammy Stanton ausgeführt. Kann den Ball nicht platzieren, Sean Welsh gegen Eckersley. Kann ihn behindern, 3 Meter am Kasten vorbei. Jetzt kommt Öztürk für Wilson. Normalerweise unantastbar, der Kerl, weil es einfach der Abwehrchef ist. Aber er hat keine gute Vorbereitung gespielt. So ehrlich muss man dann einfach sein. Und ich muss jetzt hinten zusehen, dass wir auch tackeln dürfen. Und das geht eben nicht. Ich habe eben gesagt, die komplette linke Seite wäre geschwächt. Aber er steht ja gar nicht auf der linken, der Wilson. So, Zweikampf 72. Das ist sehr gut. Also 65% können wir hier gehen. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Möglichkeit für Partick Thistle. Hugh Murray geht da ins Dribbling, verliert den Ball an Eckersley, der das sehr gut macht mit einer gelben Karte. Aber jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Schwache Aktion von Kerr. Wir leben momentan nur davon, dass die eben schwache Abspiele machen. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Ich denke, wir werden jetzt gleich Boaben hinten einsetzen. Für Gummis, der nur eine 4 hat. Konrad Balatoni kommt in die Partie für Isaac Osborne. Endlich nochmal Entlastung, endlich nochmal. Abgefälschter Ball von Taiwo auf die Stirn von Holt. Ah, in die Arme vom Keeper. Leider in die Arme vom Keeper. Jetzt kommt der Wechsel auf der Defensivposition. Auf Stephen Lawless für Ryan Stevenson. Den hat man gar nicht gesehen. Im ganzen Spiel nicht. Ich schiele immer so ein bisschen nach Petean. Und ich denke mal, das machen wir gleich auch. Wir haben die 64. Minute. Da haben wir den Boaben-Wechsel. Und wieder die Chance. Mensch, ey, das gibt's gar nicht. Wie die Gas geben. Wir ziehen jetzt Patterson nach vorne. So, auf die Position. Und hinten kommt Petean rein. Ihr seht, er hat ein neues Bild. Und da wieder sehr, sehr viel. Und ein großes Dankeschön an Gauersaut, der mir die bereitgestellt hat. Ich kann das nachvollziehen. Denn mir gefällt es auch nicht, wenn da so ein Gesichtsloser sitzt. Sehr schön. Führung im Strafraum. Alexander ist da. John Baird hat es versucht. Kurze Distanz. Hat nicht gereicht. Und ich denke, wir müssen den Einsatz etwas erhöhen, obwohl er schon relativ hoch ist. Aber es ist relativ knapp. Das Pressing vielleicht auch noch. Wir können es ja. Wir haben das ja trainiert. Nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch in der Rückrunde der letzten Saison. Geht drauf. Ich traue mich noch nie wirklich, hier was zu sagen, ob das mit der Absatzfalle funktioniert, weil es ist halt jetzt eine andere Liga. Und da braucht es ein bisschen Zeit. Die Drangphase ist rum des Gastgebers. Aber Vorsicht, Vorsicht, das kann sich ganz schnell ändern. Es ist eben nur ein 1-0, aber zumindest ist es ein 1-0. Es hätte auch schlimmer sein können. Wir erinnern uns, wir haben in der Championship das erste Spiel auch auswärts gehabt. Damals bei Wraith und da haben wir 1-1 gespielt. Da haben wir in der 90. plus, was weiß ich, 2-3 das 1-1 noch gemacht. Also das könnte theoretisch hier heute auch passieren. Ich denke, wir sollten erstmal abwarten, weil momentan sind die wieder harmlos. Eckersley mit dem Freistoß. Kann er ja eigentlich. Von der rechten Strafraumseite. Jason Holt schießt des Sanchos. Konrad Balatoni kann diesen Ball abblocken. Also das ist vorhin in der Mauer hängen geblieben, so war das. Und jetzt machen wir hinten dicht, Leute. Eine Minute Nachspielzeit und die Noten gefallen mir sehr, sehr gut. 3,5 ist das Schlechteste, was wir momentan am Platz haben. Schlusspfiff, super. Also wir kommen zurück mit Pauken und Trompeten, kann man schon so sagen, mit einem Sieg und das auswärts bei einer Mannschaft, die nicht unbedingt viel schlechter war als wir und die sich hier auskennt in der Liga. Das gilt für uns eben noch nicht. Mal schauen, wie war es denn? Petean 3,0,
Sehr gutes Spiel von Öztürk nach der Einwechslung 1,5 und Buaben mit einer 3,5. Das ist also in allen Belangen, würde ich mal behaupten, sehr, sehr gut gelaufen, was wir hier gewechselt haben. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wo wir denn jetzt stehen, was unser erster Platz sein wird in der neuen Liga nach Spieltag 1. Bis gleich. Ganz, ganz feines Spiel, würde ich sagen, von unserer Mannschaft, hat sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, obwohl wir ganz zu Beginn schon zwei gelbe Karten kassieren haben von zwei Schlüsselspielern, von Captain Eckersley hinten drin und vom Abwehrchef Wilson. Und ich muss wirklich sagen, dass die Einwechselspieler mein Vertrauen da gerechtfertigt haben. Alle mit einer ansprechenden Leistung, vor allen Dingen, ich habe es ja schon gesagt, Öztürk hervorzuheben mit einer 1,5. Bester Mann bei Patrick Thistle war der Keeper, Paul Gallagher, den wir auch vor dem Spiel gesehen haben, als stärkster Spieler. Also negativ herausheben kann man eigentlich Mark Kerr mit einer 5. Die breite Masse hat eben auch nur eine 4 oder 4,5 bekommen. Ein paar Ausreißer gibt es dann eben. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist es absolut verdient, was wir heute hier erreicht haben. Die Mannsprachen zu 100% erfüllt. Das sollte der Moral auch dann einen ordentlichen Boost geben. Und jetzt darf man sich ein bisschen ausruhen. Jetzt haben wir den ersten Spieltag vorbei und die Vorbereitung war hart, sie war lang. Und es geht natürlich jetzt auch üppig weiter, klar, weil wir haben mehr Spiele. Wir haben den Pokal, beide sogar natürlich. Aber es sind eben anstatt 10 Mannschaften 12. Und das ist schon mal so ein bisschen Training. Wir wollen ja irgendwann dahin kommen, dass wir auch international mitspielen. Dann werden es natürlich noch viel mehr Spiele. 55% Ballbesitz, 1500 Fans von uns mitgekommen. Also es war quasi die Hälfte von denen, die hier zu Hause sind. Und das ist dann, glaube ich, schon wirklich erwähnenswert. Sehr gutes Wetter. Brad McKay mit einem sehr guten Spiel, Spieler des Spiels geworden. Ich weiß nicht, Öztürk könnte es auch schaffen. Möglicherweise sogar eine Doppel-Innenverteidigung von uns. Man darf ja noch träumen. Die Ergebnisse. Wir stehen auf der 5 gleich zu Beginn. Und das sogar vor Celtic, die nur ein Unentschieden schaffen. 2:2 zu Hause gegen Kilmarnock. Das war mit Sicherheit anders erwartet worden. Sie haben auch zur Halbzeit geführt. Dundee gewinnt im Doppelpack. Dundee United und der FC Dundee. Und beim FC Dundee spielt ja unser Billy King. Ich weiß ja gar nicht, ob er da in der Startformation gestanden hat. Ihr könnt gerade mal klicken hier. Wo haben wir denn die Jungs hier? FC Dundee. Da ist er. Der hat nicht gespielt. Ne? Hat auf der Bank gesessen. Weil die momentan mit einem Rechtsaußen agieren, der anscheinend besser ist. Lanel Cole. Jo. Das ist der, den sie nachher verpflichtet haben. Ne? Das ist genau das Blöde, was ich nicht wollte. Aber Gott, die Saison, wie gesagt, es ist lang. Das kann sich so schnell drehen und machen. Aberdeen schlägt Motherwell 1:0 auch auswärts. Also es wurde heute eher gegeizt mit den Toren. St. Johnstone 1:0 gegen Ross County. Und letztendlich wir mit 0:1 Erfolg. Und mal gucken in die zweite Liga, wie sich da Hibernian schlägt, wie sich die Rangers schlagen. Und die spielen gleich mal gegeneinander am ersten Spieltag. Und jetzt gucken wir natürlich ganz schnell. Nee, können wir gar nicht. Geht nicht. Also ich kann nur in der eigenen Liga gucken, was da passiert ist. Ich wollte natürlich gucken, ob unser Jordan McGee da gespielt hat in der Innenverteidigung. Das geht leider noch nicht. So, dass wir in die Stimmen weitergehen und Jason Holt hier zu Wort kommen lassen. Wenn du hinten zu Null spielst, hast du schon mal immer mindestens einen Punkt sicher. Jo. Hätte ich absolut unterschrieben. Also auch ein 0:0 wäre perfekt gewesen. Hauptsache nicht verlieren. Denn die letzten beiden Vorbereitungsspiele, die haben uns schon in so ein kleines Tal der Tränen geführt. Ganz, ganz klitzekleines. Na, weil bis dahin die Vorbereitung eigentlich sehr gut lief. Aber es ist dann wichtig, wenn es um Punkte geht. Und das war heute der Fall. Und der gute Kevin Eyre aus Glasgow von Partick Thistle Fan, der findet den Fußball so klasse, weil er eben bei Hamlet, bei den ollen Büchern immer schon weiß, wie es ausgeht beim Fußball nicht. Er hätte sich mit Sicherheit heute ein anderes Ergebnis gewünscht für seine Lieblingsmannschaft. Spieltagsstatistik. Ach Gott, Teemu Pukki, lass mich in Ruhe, ey. Also wer mich ein bisschen verfolgt und den Manager damals auch schon Staffel 1, Staffel 2 gesehen hat, beziehungsweise FIFA auch, der weiß ja, dass ich ein sehr inniges Verhältnis habe zu diesem finnischen Stürmer, Teemu Pukki. Ich habe damals, glaube ich, gesagt, einer der schlechtesten Angreifer ever, die ich gesehen habe. Aber naja, das war auch alles so ein bisschen überspitzt. Nee, ganz schön, dass der es auch gepackt hat, nicht in der Versenkung zu verschwinden, sondern bei Celtic schon bei einem europäischen Club unter Vertrag steht, der was auf sich hält. Aber leider haben wir hier keinen drin in der Elf des Tages. Was schade ist, ne, mit dem ersten Sieg. Nadir Chiefji hat getroffen, der ist hier drin. Und Spieler des Tages ist Paul Kearney geworden. Teamleistung.
2,77. Wir starten sehr, sehr gut. Also Celtic hat eine klasse Endnote bekommen, aber sie haben eben nicht gewonnen. Wir haben 8 Chancen gehabt, 1 ist nur reingemacht. Das ist ein bisschen wenig. Aber die Abwehr hat gehalten. Und deswegen haben wir das Spiel gewonnen. Partick Thistle ganz hinten 3,86. Also man kann sagen, schlecht aus den Startlöchern gekommen. Und das sind die Torschützen. Ich sag ja, da ist wenig passiert. Wenige Tore gefallen in diesem ersten Spieltag. Und da haben wir die Verletzungen. Und sofort eine Sperre. James Fowler hat einen sehr, sehr berühmten Nachnamen. Und der darf erstmal 2 Spiele zugucken. Und wir gehen jetzt in die Woche. Und ich hatte ja gefragt, wie ihr euch das vorstellt. Wollt ihr gerne das Saisonheft sehen? Und da habt ihr euch mehrheitlich dafür ausgesprochen. Deswegen machen wir das auch. Und jetzt kommen die wieder an mit, warum hat der nicht gespielt? Warum hat der eine rosa Unterhose und was weiß ich? Ich wollte ihn schonen, kommen. Was soll ich denn sagen? Ich kann halt nur 11 aufstellen, Mensch. Und das ist ein Auswärtsspiel, erster Spieltag der neuen Liga. Was soll ich denn da einen 19-Jährigen hinstellen, wenn ich einen 27-Jährigen habe, der erstens Kapitän ist und zweitens erfahren ist ohne Ende. Und ich kann eben nur 3-mal wechseln. Das waren andere, sinnvollere Wechsel. Herr Journalist, falls Sie es genau wissen möchten. Was haben wir denn da unten? Kevin Smith, das ist doch der von Dumbarton, oder? Ja. Na gut, der hat auch nur einmal getroffen. Ich weiß nicht, der war auch nicht wie viel mit Torschützen. Insgesamt Toren. Forfa Athletic. Ich glaube, da wollten wir auch einen Spieler hinschicken. Oder die waren zumindest interessiert. Hat letztendlich nicht funktioniert. Dauerkartenverkauf, das kannten wir ja schon. Der Robert Siegel, schon wieder überboten worden. Ajax Amsterdam. Normalerweise, wenn ich jetzt den Sinn in den Vordergrund schieben möchte, dann muss ich das ablehnen jetzt hier. Weil Ajax ist bekannt dafür, dass sie sehr gut mit Jugendspielern umgehen können und haben eben dann auch da das Prestige und den Namen, wir nicht unbedingt. Und ja, andererseits könnte man aber auch sagen, das muss ich nutzen, das kann eben wieder ein Petean sein, theoretisch gesehen. Komm, geh mal mit. Wir dürfen ja sonst nichts verpflichten, ne? Dann habe ich zumindest diese Transfers, diese 56.500 dann einigermaßen noch weggehauen. Also da ist anscheinend diese, ich würde mal sagen, Sperre nicht so eng. Wenn es da um Jugendspieler gibt, geht, die angeboten werden. Wir gehen mal ein Stückchen weiter und schauen hier auf die Transfers. Und Marco Reus von Dortmund zu Bayern, 36,5 Millionen. Also da de facto jetzt der Nächste, der den Weg geht, nach Mario Götze, nach Robert Lewandowski, also auch Marco Reus. Und da habe ich auch schon gelesen im Kommentar, dass es bei manchen sehr, sehr oft vorkommt, dass die eigentlich fast immer da, dass er da immer hinwechselt. Da sehen wir schon, da ist Götze auf Offensiv, Lewandowski auf der Stürmerposition. Und ja, wenn alles funktioniert, dann wird demnächst auch hier, wo jetzt Thomas Müller steht, Marco Reus auflaufen. Aber bei den Bayern ist eben wieder die Frage, wie stellt man das am besten hin? Na, die haben so viele sehr gute Spieler. Was ist das denn hier? Zakaria Dea. Was? Ist das ein echter Spieler von denen? Der Nachname wundert mich sehr. Was hat er denn für einen Markt? Das ist ja pervers. Ne? Der ist 19... Und hat 14,8 Millionen da schon stehen. Vielleicht kennt sich irgendjemand aus. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es diesen Spieler in echt geben soll. Schreibt mir das mal rein. Ansonsten haben sie echt Glück gehabt mit ihren generierten Spielern, die sie ganz zu Beginn dann hatten in der Jugend. Ne, der wird dann wahrscheinlich aus der A-Jugend gekommen sein. Die ganzen Spieler, die was auf sich halten. Jérôme Boateng, Dante. Wir haben da unten noch Mehdi Benatia. Die sitzen alle auf der Tribüne. Also da passt es noch nicht wirklich bei den Bayern. Das ist auch noch Vorbereitungszeit, logischerweise. Firmino und Dortmund können interessant werden. Und Julian Korb und Leverkusen sehen wir hier noch. Daniele De Rossi von Tottenham beobachtet. Aber das ist halt jemand wie Francesco Totti in Rom. Ich glaube, der wird seine Karriere auch in diesem Trikot beenden. Sodass man das, glaube ich, hier beiseite legen können. Und jetzt kommt der FC Dundee ins Tynecastle Stadium. Änderung 5-Jahreswertung. Es gab eine Änderung. Wahnsinn. 5,91. Es werden jetzt wahrscheinlich diese Spiele gewesen sein, die wir international gesehen haben von den Vereinen. Den FC Aberdeen habe ich anscheinend übersehen, dass der irgendwo mitgemacht hat, 0-0 gespielt hat. Aber das passiert halt, ne? Jetzt haben wir einen Abstand nach vorne auf Schweden. Das wird nicht so einfach aufzuholen sein.